Dalibor, der Postbote, gibt Gas. Mit seinem motorisierten Zweirad schafft er es schwungvoll von Briefschlitz zu Briefschlitz. Verlässlich reagieren an seinem Fortbewegungsmittel nur die Handbremsen. Sonst wäre er schon in einigen Vorgärten gelandet und hätte sich dem Zorn der Bewohner ausgesetzt. Grenzzäune, die sind immens wichtig. Um den Kontinent, das Land und um das eigene Anwesen. Ein Statement, eine Abschottung, je nach Länge und Beschaffenheit auch ein Statussymbol. Der Postbote im Fahrtwind hat einige von ihnen schon gestreift. Der Maschendraht ist dankbar. Er gibt nach. Der Ehefeu mit seinen vielen Armen, lästig und zäh, die Ziegelwand hat ihm den gelben Regenschutz aufgeraut, die billigen Holzplanken, einige Splitter in den Arm gejagt, winzige kleine Splitter, die umso mehr Schmerz und Ärger bereiten. Die grüne Wand aus Thuja-Bäumen, akkurat Stamm für Stamm und kein Trieb länger als der Nachbartrieb, gäbe zumindest einen Abdruck her, ließe sich der Postler mitsamt Gefährt hineinfallen. Er schüttelt im Fahrtwind seinen Kopf. Lebensbaum, was für eine merkwürdige Bezeichnung für so ein hässliches Grün. Vielleicht liegt es am Immergrünsein dieser Bäume. Grün bedeutet Leben. Immergrün, ewiges Leben. Er schmunzelt. Grün oder grau? Ihm ist das einerlei. Er zischt nur dran vorbei, von der Früh bis zum Mittag und von Mittag bis Feierabend. Fünfmal die Woche und dann bleibt er stehen. Dann ist Sonntag. Dalibor schont dann seine Bremshand. Er schaut schweigend gegen die weiße Wand in seiner Wohnung. Die Hand, die schmerzt. Es ist die rechte, die die Bremse bedient, immerzu in knappen Abständen. Die rechte, die ist kraftvoller als die linke. Aber gestern, da ist er auf die linke ausgewichen. Das kommt selten vor. Einmal im Jahr, um genau zu sein. Dann ist es mit einem Mal kühl geworden und der Winter bahnt sich an. Der erste Frost steht kurz bevor. Er hatte noch keine Handschuhe dabei. Es wird Zeit, die Wollhandschuhe überzuziehen, dachte er. Ab morgen und zog mit links. Die linke, die will er nämlich eigentlich schonen. Es reicht, wenn sonntags die rechte die immer gleiche Bewegung vollzieht. Ziehen, Finger krümmen, anziehen, weiter anziehen, bis die Nägel sich in den Handballen drücken, loslassen, strecken, Gelenke knacksen hören, ziehen, Finger krümmen, also nicht auszudenken, die linke Hand würde auch keine Ruhe mehr finden. Vielleicht sollte er sich krank schreiben lassen. Dann könnte er nicht nur den Sonntag im Bett verbringen, sondern auch die Wochentage wie sein nichtsnutziger Kollege, der nicht einmal richtig Deutsch kann. Nichts versteht und alles falsch macht. Was der ausländische Kollege verbockt, bekommt er von den Eigentümern der Briefkästen nachher zu hören. Er muss die Fehler des anderen ausbaden und sich dem Ärger aussetzen. Dabei mag er den Kollegen nicht einmal. Er kann es ihm nicht einmal nachher auf die Nase binden, denn der nickt nur, kein Wort verstehend. Zwei Worte. Zwei Worte konnte er ihm bisher beibringen. Grüßti, und dabei blieb es. Der Kollege der ist Pole. Ja, er ist Slowene. Der Kollege, der muss einen polnischen Arzt haben, der ihn immer wieder vom Dienst befreit. Er ist sicher ein guter Arzt. Den solltest du auch mal aufsuchen, mault seine Frau allzu gerne. Aber er? Nee. Er ist nicht so einer. Er macht seine Arbeit pflichtbewusst, von Montag bis Samstag. Außerdem spricht er kein Wort Polnisch. Dalibor fährt an Tamasch auf dem Gehsteig vorbei. Grüßt ihn per Kopfnicken, der andere erwidert knapp. Tamasch, ein bulliger, großgewachsener Kerl, steht jeden Morgen an der gleichen Stelle auf dem Pflaster. Post bekommt er, nachdem man ihn in Pension verabschiedet hat, so gut wie nie. Sonst könnte Dalibor wenigstens einen Einwurf sparen. Seit seiner Scheidung ist er mit dem Kater alleine. Frühmorgens lässt er ihn raus.
Einen Kater kann man nicht an der Leine spazieren führen, obwohl ihm das viel lieber wäre und die Sorgen um seinen Lebensgefährten ersparen würde. Es ist jeden Morgen ein sehr schwerer Abschied für Tamasch, während das Tier sich nicht einmal nach ihm umblickt. Eisern wartet er auf dem Gehsteig. Stoisch erträgt er sein Schicksal mit leidender Miene. Stundenlang, den ganzen Tag, vergeht auf dem Gehsteig. Dann endlich kehrt der Kater heim. Gemeinsam gehen sie zurück in die Wohnung. Der Postler hält bei der Alten und dem Bettlägerigen mit einem Einschreiben. Der Mann am Fernrohr, der wird nervös. Endlich passiert etwas. Ella Walter schüttet sich fast den heißen Tee über den Rock. Ihr ist die Hektik des Postlers suspekt. Sie weiß, er zappelt schon vor dem Eingang einen Brief und einen Stift entblößt in der Hand. Seine Augen, die stieren auf den Klingelknopf. Er überlegt, ob er nochmal kräftig drücken soll, doch dann ertönt es sicher innen viel zu laut. Ja, ich bin ja nicht taub. Sie hat sich aus dem Stuhl erhoben und die Hände auf den Rollator gestützt, schiebt einen Spalt weit die schwere Türe auf, die Sicherheitskette spannt, weiter geht die Tür nicht auf. Sie lugt hinaus, nickt, es ist der Postler, na, wer auch sonst. Der Sohn ist weit entfernt auf der anderen Straßenseite im Kinderzimmer, durch das Fernrohr aber gefühlt ganz nahe dabei. Sie öffnet die Tür und unterschreibt. Der Brief landet auf dem praktischen Tablett des Rollators. Der hinter dem Fernrohr juchzt. Der Brief, dessen Erhalt man bestätigen muss per Unterschrift, ist sicher vom Gericht. Ein ordentlicher Hieb von ihm und seinem Anwalt. Er juchzt vor Freude über diesen gelungenen Coup. Ein breites Grinsen erfüllt sein Gesicht. Er zieht einen kräftigen Luftzug durch seine Lunge. Bläht den Oberkörper, richtet den krummen Rücken auf, eine Geste, wie nur Sieger sie vollbringen können. Er tanzt durch das Kinderzimmer, von einem Bein auf das andere hüpfend. Die Bewegung, die tut gut. Die ausgelassene Freude noch mehr. Er wirkt sogar ein wenig entspannt bei seinem Tanz. Selbst die tiefen Falten, die der Gram und die alltäglichen Ärgernisse über Jahrzehnte in das Gesicht des Mannes gemeißelt haben, die glätten sich. Furchen könnten sich vielleicht einebnen, tanzte er einfach so weiter. Stunden und tagelang einfach tanzen. Der Tanz endet abrupt. Durch den Genuss des Triumphs hat er für Sekunden sein Fernrohr vergessen, bemerkt seine Unachtsamkeit und stößt tollpatschig dagegen. Das Stativ kippt. Er kann das Fernrohr gerade noch greifen und wieder aufrichten. Er streicht sich die Strähne aus der Stirn. Das Gerät, das ist schwer. Mit einer Hand kaum zu bändigen. Auf dem Teppich fühlt er drei Dellen. So kann er das Stativ wieder an seinem alten Platz positionieren. Jetzt muss er es nur noch auf das richtige Haus schwenken. Zur Kontrolle schaut er durch. Der Ausschnitt von der anderen Straßenseite ist scharf. Klare Sicht in ein Wohnzimmer des kleinsten Hauses der Straße. Sigmar Söcken. Anfang 40, vollschlank, sitzt auf einem Hocker. Er trägt eine Schutzbrille, wie Schweißer sie benötigen. Vor ihm stapelt sich Werkzeug. Ein Schraubstock ist an der Tischkante befestigt. Den Lötkolben legt er beiseite. Er hantiert mit einem großen Stück Blech, auf das er mit einem schwarzen Filzstift Striche und Markierungen gemalt hat. Auf dem Boden, da türmen sich geschnittene oder verschnittene Stücke der Blechpappe. Die Arbeit, die scheint ihm nicht gut von der Hand zu gehen. Der Mann am Fernrohr ist neugierig. Er würde zu gerne wissen, was der Trottel Unnützes treibt an seinem zur Werkbank umfunktionierten Wohnzimmertisch. Er schwenkt aber pflichtbewusst auf seine alte Position. Die Haustür ist geschlossen. Der Postler davon. Seine Mutter ist nicht mehr zu sehen. Er grübelt. Er kommt einfach immer zu spät. Ein Blick ins Vorzimmer wäre aufschlussreich gewesen. Jetzt muss er wieder Tage warten, bis sich eine Gelegenheit wie diese ergibt.
Er flucht und ärgert sich über Sigma, der ihn abgelenkt hat. Ella nimmt ihr Hörgerät raus, setzt es wieder ein, nimmt es wieder raus und wieder rein. Am anderen Ohr das gleiche Spiel. Sie gewöhnt sich einfach nicht an ein Gerät in einem Ohr. Dann hört sie das Raunzen aus dem Krankenbett. Sie erhebt sich, humpelt zum Bettgestell und deckt den Bettlägerigen wieder zu. Er ist ganz kalt. Und diesmal lässt er sie gewähren. Ihm war kalt. Der Brief auf dem Rollator vergisst sie dabei. Die heutige Zeitung ist auch noch nicht gelesen und sicher spannender als diese ganzen Floskeln, Fristen und Versäumnisse, die ihr Sohn per Anwalt und Gericht seit einem Jahr über die Straße schickt. Wüsste der Postbote, von wem dieses Einschreiben käme, würde er sich furchtbar ärgern über die unnötige Zeitverschwendung. Sie hat sich ein modernes Faxgerät zugelegt, um diese einzige Art der Kontaktaufnahme ihres Sohnes, der Anwältin, zum Lesen und Beantworten gleich zukommen zu lassen. So muss sie diese wirren Fantastereien auf der anderen Straßenseite nicht selber lesen und kann das jemanden überlassen, dessen Beruf es ist, zu rechtfertigen oder zu beschimpfen. Auch die Auftritte vor Gericht, die belasten sie nicht mehr. Mühsam ist nur, sich dem nicht entziehen zu können. Es sei denn, sie wird krank, was in ihrem fortgeschrittenen Alter natürlich immer im Rahmen des Möglichen liegt. Vielleicht überlegt sie manchmal, vielleicht hätte sie ihren Sohn nicht Kasper taufen sollen. Vielleicht ist es der Name, der ihn dieses Theater jetzt aufführen lässt, der ihn zu dem werden lässt, wie sie ihn immer gerufen haben, mit dem sie ihn in der Schule geneckt haben. Der Name, der nach seinem Doktortitel genannt wird. Der Name, der Patienten gute Ratschläge erteilt. Der Name, den ihm seine Frau zusäuselt. Der falsche Name. Vielleicht ist das ganze Theater also ihre Schuld. Sie wird es nicht mehr erfahren. Sie wird dieses Jahr 84. In diesem Alter, denkt die wenig religiöse Dame, wäre es eine Sünde, seine Zeit mit Gram und Ärger zu verschwenden. Ach, eigentlich gilt das ja für jedes Alter, denkt sie, und wirft einen weiteren Klumpen Kandis in den tiefschwarzen Tee. Vermutlich würde auch der Tee besser schmecken, ohne diese Attacken und Verleumdungen. So kommt sie zu dem Schluss, dass Rumpelstilzchen der treffendere Name gewesen wäre vor 50 Jahren. Aber ich muss mich drüber ärgern, krächzt es über mir. Wieso, kontere ich? Die alte Frau genießt ihren Tee, statt sich über diesen Brief zu ärgern. Ich denke, der Tee schmeckt nicht mehr. Neben einem Sterbenden und einem irren Vis-à-vis, der den Sterbenden wiederbeleben und die Lebende sterben lassen möchte, kann dann Genuss eines Tees durchaus beeinträchtigt sein. Du nährst ihren Lebensraum mit Worten. Was geht es dich an? Zische ich zurück in die Tiefe meines Arbeitszimmers. Ich bin wütend, mich ständig ins Nichts rechtfertigen zu müssen. Ich werde permanent beobachtet und gemaßregelt, untermalt vom unrhythmischen Getöse dieses bekrallten Raubtieres, das unsichtbar über der Zimmerdecke bleibt. Vielleicht ist das kratzende Tier gar kein Marder. Vielleicht gehören bohrende Krallen und ermahnende Stimme zusammen und ein hüpfender Kobold spricht durch mir durch die Zimmerdecke. Es ist, als würden meine Nerven aus dem Off dirigiert. Als hätte ich mein Augenlicht mit einem Male verloren und könne die Welt nur noch über Geräusche und Stimmen einordnen. Blind klammere ich mich an die Buchstaben meiner Tastatur, um zu überprüfen, ob sie wie von mir niedergedrückt auf dem Display erscheinen. Ich sehe sie nicht mehr. Ich sehe nichts mehr. In der Dunkelheit bleiben nur noch Töne, Geräusche und die gesprochene Sprache, die ich nicht hören will.
Ich schließe die Augen und halte mir die Ohren zu, bis ich die Hände meines Mannes auf meinen Schultern fühle. Es ist sehr hell im Zimmer. Draußen hat es geschneit. Die Farbe Weiß überzieht den Balkon vor meinem Fenster. Die Sonnenstrahlen reflektieren und erhellen den Raum.